Ich glaube, wir haben derzeit die Omikron-Welle in Deutschland gut in der Kontrolle. Es ist eine Welle, für die gilt, dass man die Welle selbst, die pandemische Welle, nicht kontrollieren kann. Man kann aber die Folgen kontrollieren. Und das ist unser Ziel. Wir wollen die Folgen minimieren. Das Ziel, was wir ausgegeben haben, auch als Bundesregierung, auch in Abstimmung mit Bundeskanzler Scholz, aber nicht nur, ist, dass wir durch diese Welle durchkommen wollen mit so wenigen schweren Verläufen und Todesfällen wie möglich. Das ist das Ziel, was wir uns gesetzt haben. Wir haben hohe Inzidenzen. Das hat nicht überrascht. Ich habe ja hier in dieser Runde schon vorgetragen, wir rechnen mit täglichen Inzidenzen von bis zu 400.000 Fällen. Wir glauben aber, dass die Inzidenz dann wieder runtergeht. Und wir wollen eben erreichen, dass in dieser Welle möglichst weniger ältere Menschen erkranken. Und das ist bisher gelungen. Die Inzidenz ist im Durchschnitt 1.000. Bei den Jüngeren ist die Inzidenz zum Teil 2.000. Aber bei dieser vulnerablen Gruppe, auf die es uns so besonders ankommt, liegt sie zwischen 200 und 300. Und das ist sozusagen unser Erfolg. Auch in der Entwicklung sind, nehmen Sie die Impfstoffe, die dann rechnen, dass wir von diesen älteren Menschen, wenn sie ungeimpft erkranken, dass sie wieder dabei sind in bewährter Manier. Ich lese oft und höre oft, die Politik hätte die Kontrolle in dieser Welle verloren. Das ist nicht der Fall. Mit den hohen Fallzahlen hatten wir gerechnet. Ich habe sie hier vorgetragen. Sie sind sogar etwas niedriger, als das Modell des Robert-Koch-Instituts sie vorher berechnet hatte. Wir liegen unter diesen Vorhersagen. Aber es ist uns halt gelungen, die Älteren bisher durch die Maßnahmen, die wir haben, 3G, 2G, 2G+, die Älteren gut zu schützen. Das werden wir weitermachen.